Teil 2. Das Jubiläum. Kapitel 10. Das verstehe ich nicht. Mein Vogel in Brot gebacken? Anders als die schicken Darstellungen, die ich im Kapitol gesehen habe, ist das hier ganz bestimmt kein modisches Accessoire. Was ist das? Was soll das bedeuten? Frage ich schroff, immer noch bereit zu töten. Es bedeutet, dass wir auf deiner Seite sind, sagt hinter mir jemand mit bebender Stimme. Ich habe sie nicht gesehen, als ich kam. Sie muss im Haus gewesen sein. Ich lasse mein Ziel nicht aus den Augen. Vielleicht ist die Neue bewaffnet. Aber ganz bestimmt will sie nicht das Verräterische, meinen Tod verkündende Klicken ertönen lassen. Denn sie weiß, dass ich dann auf der Stelle ihre Gefährtin umbringen würde. Komm herum, damit ich dich sehen kann, befehle ich. Sie kann nicht, sie ist, setzt die Frau mit dem Kricker an. Komm herum, brülle ich. Ich höre einen Schritt und ein schleifendes Geräusch. Ich höre, wie mühsam sie sich bewegt. Die zweite Frau, oder vielleicht sollte ich besser von einem Mädchen sprechen, denn sie ist etwa in meinem Alter, humpelt in mein Blickfeld. Sie ist mit einer schlecht sitzenden Friedenswächteruniform bekleidet, inklusive weißem Pelzmantel. Doch die Kleider sind mehrere Nummern zu groß für ihre schmächtige Gestalt. Sie scheint keine Waffe dabei zu haben. Ihre Hände sind damit beschäftigt, eine improvisierte Krücke zu halten, die aus einem abgebrochenen Ast gemacht ist. Mit der Spitze ihres rechten Stiefels kommt sie nicht über den Schnee, deshalb zieht sie dem Fuß nach. Ich betrachte das Gesicht des Mädchens, knallrot von der Kälte. Sie hat schiefe Zähne und einen Erdbeerfleck über einem ihrer schokobraunen Augen. Das ist keine Friedenswächterin und sie stammt auch nicht aus dem Kapitol. Wer seid ihr? Frage ich argwöhnisch, aber weniger angriffslustig. Ich heiße Twill, sagt die Frau. Sie ist älter, 35 vielleicht. Und das ist Bonnie. Wir sind aus Distrikt 8 geflohen. Distrikt 8. Dann wissen Sie von dem Aufstand. Woher habt ihr die Uniformen? Frage ich. Ich habe sie aus der Fabrik geklaut, sagt Bonnie. Wir stellen sie dort her. Allerdings war diese für jemand anderes gedacht. Deshalb passt sie mir nicht. Das Gewehr stammt von einem toten Friedenswächter, sagt Will, als sie meinem Blick folgt. Der Cracker in deiner Hand mit dem Vogel, was soll das? Frage ich. Weißt du das nicht, Katniss? Bonnie wirkt ernsthaft überrascht. Sie haben mich erkannt. Natürlich haben sie mich erkannt. Mein Gesicht ist nicht verdeckt. Ich stehe hier hinter der Grenze von Distrikt 12 und richte einen Pfeil auf sie. Wer sollte ich sonst sein? Ich weiß, dass der Vogel genauso aussieht wie der auf der Brosche, die ich in der Arena getragen habe. Sie weiß es nicht, sagt Bonnie leise. Vielleicht weiß sie gar nichts davon. Auf einmal möchte ich, dass es so aussieht, als wüsste ich Bescheid. Ich weiß, dass ihr in Distrikt 8 einen Aufstand hattet. Ja, deshalb mussten wir weg, sagt Will. Na, weg seid ihr jetzt ja. Was habt ihr vor? Frage ich. Wir wollen nach Distrikt 13, antwortet Will. 13? Sage ich. 13 gibt es nicht. Der wurde von einer Landkarte getippt. Vor 75 Jahren, sagt Till. Bonnie verlagert das Gewicht auf die Krücke und zuckt vor Schmerz zusammen. Was ist mit deinem Bein? Frage ich. Ich habe mir den Fuß verknackst. Die Stiefel sind mir zu groß, sagt Bonnie. Ich beiße mir auf die Lippe. Mein Instinkt sagt mir, dass sie die Wahrheit sagen. Und hinter dieser Wahrheit stecken viele Informationen, die ich gern hätte. Doch bevor ich den Bogen sinken lasse, gehe ich auf Twill zu und nehme ihr das Gewehr ab. Dann zögere ich einen Moment, denke an einen anderen Tag hier im Wald, als Gale und ich ein Hovercraft gesehen haben, das aus dem Nichts auftauchte und zwei junge Leute einfingen, die vor dem Kapitol auf der Flucht waren. Der Junge wurde von einem Speer durchbohrt,
Das rothaarige Mädchen wurde, wie ich später am Kapitol herausfand, verstümmelt und als stumme Dienerin, Avox genannt, angestellt. Ist jemand hinter euch her? Wir glauben nicht. Wahrscheinlich denken sie, wir wären bei einer Fabrikexplosion ums Leben gekommen, sagt Will. Reines Glück, dass das nicht passiert ist. Gut, dann kommt mit rein, sage ich mit einer Kopfbewegung zu dem Betonhaus. Ich folge ihnen mit dem Gewehr. Bonnie geht sofort zum Kamin und lässt sich auf dem Mantel eines Friedenswächters nieder, der davor ausgebreitet ist. Sie hält die Hände nah an die schwache Flamme, die an einem Ende eines verkohlten Holzscheits brennt. Bonnie ist so blass, dass ihre Haut durchsichtig ist. Ich sehe das Feuer durch ihr Fleisch hindurch. Twill versucht, den Mantel, der wohl ihr gehört, dem zitternden Mädchen umzulegen. Sie haben eine große Blechdose entzwei geschnitten. Die Kante ist gefährlich gezackt. Sie steht in der Asche. Darin eine Handvoll Kiefernnadeln, die im Wasser dampfen. Kocht ihr Tee? Frage ich. Wir wissen nicht so genau. Vor ein paar Jahren habe ich mal bei den Hungerspielen gesehen, wie jemand sowas mit Kiefernnadeln gemacht hat. Jedenfalls glaube ich, dass es Kiefernnadeln waren, sagt Will mit gerunzelter Stirn. Ich denke an unseren Besuch in Distrikt 8. Eine hässliche Industriegegend, wo es nach Abgasen stank und die Leute in heruntergekommenen Wohnungen hausten. Kaum ein Grashalm zu sehen, absolut keine Gelegenheit zu lernen, wie es in der Natur zugeht. Es ist ein Wunder, dass die beiden so weit gekommen sind. Nichts mehr zu essen? Frage ich. Bonnie schüttelt den Kopf. Wir haben mitgenommen, so viel wir konnten, aber es gab so wenig zu essen. Es ist schon eine ganze Weile her. Bei dem Zittern in ihrer Stimme schwinden meine letzten Vorbehalte. Sie ist nur ein unterernährtes, verletztes Mädchen, das vor dem Kapitol flieht. Na dann ist heute euer Glückstag, sage ich und lasse meine Jagdtasche zu Boden fallen. Im ganzen Distrikt hungern die Menschen und wir haben immer noch mehr als genug. Deshalb habe ich die Sachen in letzter Zeit ein bisschen verteilt. Ich habe meine Prioritäten. Gates Familie, Gracie C. und einige andere Schwarzmarkthändler, denen der Laden dicht gemacht wurde. Meine Mutter hat auch noch ein paar Leute, vor allem Patienten, denen sie helfen möchte. Heute Morgen habe ich meine Tasche absichtlich mit Essen vollgestopft, damit meine Mutter die geplünderte Speisekammer sieht und annimmt, dass ich meine Runde zu den Notleidenden mache. Damit wollte ich Zeit gewinnen, um zum See zu gehen, ohne dass sie sich Sorgen macht. Das Essen wollte ich am Abend nach meiner Rückkehr verteilen, aber jetzt sehe ich, dass das ausfallen muss. Ich hole zwei frische mit Käse überbackene Brötchen aus der Tasche. Seit Peter weiß, dass das meine Lieblingsbrötchen sind, haben wir davon immer jede Menge zu Hause. Ich werfe Twill eins zu und lege das andere Bonnie in den Schoß, da ich bezweifle, dass sie es in ihrem Zustand auffangen kann. Und ich möchte nicht, dass das Ding im Feuer landet. Oh, sagt Bonnie, ist das alles für mich? In meinem Inneren zuckt es, als ich an eine andere Stimme denke. Ruh, in der Arena, als ich ihr das Gruselingbein gegeben habe. Ich habe noch nie ein ganzes Bein für mich allein gehabt. Das Staunen der Krone Schungrigen. Ja, ist es auf, sage ich. Bonnie hält das Brötchen, als könnte sie nicht recht glauben, dass es echt ist. Dann gräbt sie immer wieder die Zähne hinein. Sie kann nicht aufhören. Es ist besser, wenn du es kaust. Sie nickt und versucht, langsamer zu essen. Aber ich weiß, wie schwer das ist, wenn man so ein Loch im Bauch hat. Ich glaube, euer Tee ist fertig. Schnell nehme ich die Blechdose aus der Asche. Twill kramt zwei Blechtassen aus ihrem Rucksack und ich schenke den Tee aus und stelle ihn zum Abkühlen auf den Boden. Sie kauern sich zusammen, essen, pusten in ihre Tassen und trinken winzige Schlucke von dem brühend heißen Tee, während ich mich um das Feuer kümmere. Ich warte, bis sie sich das Fett von den Fingern lecken. Dann frage ich, also, was habt ihr erlebt? Und sie fangen an zu erzählen.
Seit den Hungerspielen war die Unzufriedenheit in Distrikt 8 immer größer geworden. In gewissem Maß war sie natürlich immer da gewesen. Nur genügte es jetzt nicht mehr zu reden und die Idee, zur Tat zu schreiten, wurde vom Wunsch zur Realität. In den Textilfabriken, die Panem beliefern, ist es immer laut von den Maschinen und bei dem Lärm war es ein leichtes, etwas weiter zu sagen. Lippen dicht an einem Ohr, Worte unbemerkt, ungehindert. Twill unterrichtete an der Schule, Bonnie war eine ihrer Schülerinnen. Und nach Schulabschluss rissen sie zusammen noch eine 4-Stunden-Schicht in der Fabrik ab, die sich auf Uniformen für die Friedenswächter spezialisiert hat. Bonnie, die in der kalten Fertigungskontrolle arbeitete, brauchte Monate, bis sie die beiden Uniformen beschafft hatte. Einen Stiefel hier, eine Hose da. Sie waren für Twill und ihren Mann gedacht. Denn wenn der Aufstand größere Kreise ziehen und erfolgreich sein sollte, mussten sie die Nachricht selbstverständlich über Distrikt 8 hinaus verbreiten. An dem Tag, als Peter und ich unseren Auftritt bei der Tour der Sieger hatten, fand eine Art Generalprobe statt. Die Leute in der Menge stellten sich in ihren Gruppen auf, in den Gebäuden, die sie ins Visier nehmen sollten. Wenn der Aufstand ausbrach, das war der Plan, die Zentren der Macht in der Stadt zu übernehmen. Also das Justizgebäude, das Hauptquartier der Friedenswächter und das Kommunikationszentrum auf dem Platz. Und anderswo im Distrikt die Eisenbahn, den Kornspeicher, das Elektrizitätswerk und das Waffenlager. Der Abend meiner Verlobung, der Abend, an dem Peter auf die Knie fiel und im Kapitol vor laufender Kamera seine unsterbliche Liebe zu mir gestand, das war der Abend, an dem der Aufstand begann. Das Interview mit Cäsar Flickermann auf unserer Tour der Sieger bot einen optimalen Deckmantel. Es war Pflichtprogramm für alle und so hatte das Volk von Distrikt 8 einen Vorwand, nach Einbruch der Dunkelheit auf den Straßen zu sein. Sie versammelten sich zum Zuschauen entweder auf dem Platz oder an verschiedenen Treffpunkten in der Stadt. Normalerweise wäre ein solches Treiben zu verdächtig gewesen. So jedoch waren alle zur vorgeschriebenen Zeit um 8 Uhr zur Stelle, als die Masken aufgesetzt wurden und die Hölle ausbrach. Anfangs wurden die Friedenswächter von der Menge überwältigt. Auf einen solchen Massenaufstand waren sie nicht vorbereitet. Das Kommunikationszentrum, der Kornspeicher und das Elektrizitätswerk wurden sämtlich eingenommen. Die Rebellen nahmen die Waffen der toten Friedenswächter an sich. Es gab Hoffnung, dass das Ganze keine Wahnsinnstat war, dass es, wenn sich die Nachricht in den anderen Distrikten verbreitete, irgendwie möglich wäre, die Regierung zu stürzen. Doch dann schlug das Kapitol zurück. Friedenswächter kamen zu Tausenden. Hovercrafts zerbombten die Stützpunkte der Rebellen. In dem Chaos, das folgte, waren die Leute schon froh, wenn sie es lebend nach Hause schafften. In weniger als 48 Stunden war die Stadt bezwungen. Dann wurde sie eine Woche lang abgeriegelt. Keine Lebensmittel, keine Kohle, Ausgangssperre. Nur einmal war im Fernsehen etwas anderes als Schnee zu sehen. Das war, als diejenigen, die als Rädelsführer verdächtigt wurden, auf dem Platz gehängt wurden. Dann, eines Nachts, als der gesamte Distrikt zu verhungern drohte, kam plötzlich der Befehl, wieder zur Tagesordnung überzugehen. Für Bonnie und Will bedeutete das, dass sie wieder in die Schule mussten, weil eine Straße durch die Bombardierung unzugänglich war, kamen sie zu spät zu ihrer Schicht in der Fabrik. Und so waren sie 100 Meter entfernt, als das Gebäude in die Luft flog und alle, die darin waren, ums Leben kamen. Darunter Twills Mann und Bonnies ganze Familie. Irgendjemand muss dem Kapitol gesteckt haben, dass der Plan für den Aufstand dort entstanden ist, sagt Will mit schwacher Stimme. Die beiden flohen zu Twill nach Hause, wo die Uniformen der Friedenswächter noch warteten. Sie kratzten so viel Proviant wie möglich zusammen, bedienten sich bei Nachbarn, von denen sie wussten, dass sie tot waren, und schafften es zum Bahnhof. In einem Lager in der Nähe der Gleise zogen sie die Uniformen der Friedenswächter an und schafften es in dieser Verkleidung
bis zu einem mit Stoff beladenen Güterwagen. Der Zug hatte Distrikt 6 zum Ziel. Sie flohen unterwegs während eines Tankstopps und gelangen vor 2 Tagen ins Randgebiet von Distrikt 12, wo sie einen Halt einlegen mussten, als Bonnie sich den Knöchel verstauchte. Ich verstehe, weshalb ihr auf der Flucht seid. Aber was erwartet ihr euch in Distrikt 13? Frage ich. Bonnie und Will wechseln einen nervösen Blick. Das wissen wir nicht genau, sagt Will. Da sind doch nur Trümmer, sage ich. Wir haben alle die Aufnahmen gesehen. Das ist es ja. Solange wir in Distrikt 8 zurückdenken können, zeigen sie immer dieselben Aufnahmen, erklärt Will. Wirklich? Ich versuche mich zu erinnern, mir Bilder von Distrikt 13 vor Augen zu führen, die ich aus dem Fernsehen kenne. Du weißt doch, dass sie immer das Justizgebäude zeigen, fährt Will fort. Ich nicke. Ich habe es schon 1000 Mal gesehen. Wenn du ganz genau hinsiehst, kannst du ihn erkennen. Ganz oben rechts. Wen denn? Frage ich. Twill zeigt wieder ihren Cracker mit dem Vogel. Einen Spotttölpel, nur für einen kurzen Moment, wie er vorbeifliegt. Jedes Mal derselbe. In Distrikt 8 denken wir, dass sie immer wieder dasselbe Bildmaterial zeigen, weil sie das, was da wirklich los ist, nicht zeigen können, sagt Bonnie. Ich schnaupe ungläubig. Und auf dieser Grundlage wollt ihr nach Distrikt 13? Wegen einer Aufnahme von einem Vogel? Glaubt ihr etwa, ihr findet dort eine neue Stadt mit Leuten, die darin flanieren? Und dass das für das Kapitol völlig in Ordnung ist? Nein, sagt Will ernst. Wir glauben, dass die Leute unter die Erde gezogen sind, als über der Erde alles zerstört war. Wir glauben, dass sie es geschafft haben zu überleben. Und wir glauben, das Kapitol lässt sie in Ruhe, weil vor den dunklen Tagen die wichtigste Industrie in Distrikt 13 die Entwicklung von Atomwaffen war. Sie haben Graphit gefördert, sage ich. Doch dann halte ich inne, denn das ist eine Information, die ich aus dem Kapitol habe. Es gab dort ein paar kleine Minen, das stimmt, aber nicht genug, um eine Bevölkerung dieser Größenordnung zu rechtfertigen. Das ist wohl das Einzige, was wir ganz sicher sagen können, sagt Will. Mein Herz schlägt so schnell. Und wenn Sie nun recht haben, könnte es stimmen? Gibt es vielleicht außer der Wildnis noch einen Ort, an den man fliehen könnte, wo man in Sicherheit wäre? Wenn es in Distrikt 13 eine Gemeinschaft gibt, wäre es dann besser, dorthin zu gehen, wo ich vielleicht etwas bewirken könnte, anstatt hier auf den Tod zu warten? Andererseits, wenn es in Distrikt 13 Menschen mit mächtigen Waffen gibt, warum haben sie uns dann nicht geholfen? Sage ich zornig. Wenn es stimmt, warum lassen sie uns so leben? Mit dem Hunger und dem Morden und den Spielen. Auf einmal hasse ich diese angebliche unterirdische Stadt in Distrikt 13 und die Leute, die da hocken und uns beim Sterben zusehen. Sie sind nicht besser als das Kapitol. Das wissen wir nicht, flüstert Bonnie. Im Moment klammern wir uns einfach an die Hoffnung, dass es sie gibt. Das katapultierte mich wieder in die Wirklichkeit. Es ist nur eine Illusion. Distrikt 13 gibt es nicht, weil das Kapitol es nie zulassen würde. Wahrscheinlich irren sie sich, was die Fernsehbilder angeht. Spotttölpel sind ungefähr so selten wie Steine und auch genauso hart im Nehmen. Wenn sie damals im Bombenangriff auf Distrikt 13 überlebt haben, geht es ihnen jetzt vermutlich besser denn je. Bonnie hat kein Zuhause. Ihre Familie ist tot. Sie kann unmöglich nach Distrikt 8 zurückkehren oder an einem anderen, unabhängigen, blühenden Distrikt 13 für sie eine große Anziehungskraft. Ich bringe es nicht über mich, ihr zu sagen, dass sie einen Traum hinterherjagt, der so wenig greifbar ist wie ein Rauchfaden. Vielleicht können sie und Will sich im Wald irgendwie ein Leben aufbauen.
Ich glaube nicht daran, aber sie sind so bemitleidenswert, dass ich versuchen muss, ihnen zu helfen. Zuerst gebe ich ihnen das gesamte Essen, das ich im Rucksack habe. Vor allem Getreide und getrocknete Bohnen. Damit können sie eine ganze Weile auskommen. Wenn sie gut haushalten, dann nehme ich Twill mitten im Wald und versuche ihr die Grundbegriffe der Jagd zu erklären. Sie besitzt eine Waffe, die bei Bedarf Sonnenlicht in tödliche Strahlen umwandeln kann und die also unendlich lange einsetzbar ist. Als Twill ihr erstes Eichhörnchen erlegt, ist das arme Tier ganz verkohlt, weil sein Körper mit voller Wucht getroffen wurde. Doch ich zeige ihr, wie man es häutend ausnimmt. Mit ein bisschen Übung wird sie es schon lernen. Ich schnitze eine neue Krücke für Bonnie. Im Haus ziehe ich mein zweites Paar Socken aus und gebe es ihr. Sie soll Socken vorn in die Stiefel stopfen und nachts anziehen. Schließlich bringe ich ihnen noch bei, wie man ein ordentliches Feuer macht. Sie wollen Einzelheiten über die Situation in District 12 erfahren und ich erzähle ihnen von dem Leben unter Treat. Ich merke, dass das für sie wichtige Informationen sind, die sie den Leuten in District 13 überbringen wollen. Und ich spiele mit, um ihnen nicht die Hoffnung zu nehmen. Doch als es am späten Nachmittag zu dämmern beginnt, habe ich keine Zeit mehr, sie weiter aufzubauen. Ich muss jetzt gehen, sage ich. Sie danken mir überschwänglich und umarmen mich. Tränen laufen Bonnie über die Wangen. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir dich wirklich kennengelernt haben. Alle reden nur von dir seit. Ich weiß, ich weiß. Seit ich die Bären herausgeholt habe, sage ich müde. Den Heimweg nehme ich kaum wahr, obwohl nasser Schnee fällt. Mir schwirrt der Kopf von den neuen Informationen über den Aufstand in District 8 und der unwahrscheinlichen und doch verlockenden Möglichkeit, dass es District 13 geben könnte. Die Schilderungen von Bonnie und Will haben eines bestätigt. Präsident Snow hat mich zum Narren gehalten. Selbst alle Küsse und Zärtlichkeiten der Welt hätten die Bewegung, die in District 8 entstanden war, nicht aufhalten können. Ja, die Sache mit den Bären war der entscheidende Funke gewesen. Doch das Feuer konnte ich nicht eindämmen. Das muss er gewusst haben. Weshalb ist er dann zu mir nach Hause gekommen? Warum hat er mir befohlen, die Menschen von meiner Liebe zu Peter zu überzeugen? Offensichtlich war das eine List, mit der er mich ablenken und von weiteren aufrührerischen Aktionen in den Distrikten abhalten wollte. Und natürlich die Leute im Kapitol unterhalten. Die Hochzeit ist wahrscheinlich nur ein notwendiges Extra. Ich bin fast am Zaun, als ein Spotttölpel sich auf einem Zweig niederlässt und mir etwas vorsingt. Bei seinem Anblick wird mir bewusst, dass ich gar nicht genau erfahren habe, weshalb der Vogel auf dem Cracker war und was für eine Bedeutung er hat. Es bedeutet, dass wir auf deiner Seite sind, hat Bonnie gesagt. Es gibt Menschen, die auf meiner Seite sind? Auf was für einer Seite? Bin ich unbeabsichtigt das Gesicht der Rebellion? Auf die sie hoffen? Ist der Spotttölpel auf meiner Brosche zum Symbol des Widerstands geworden? Wenn dem so ist, geht es meiner Seite nicht sonderlich gut. Man braucht sich bloß anzuschauen, was in District 8 passiert ist. Ich verstaue meine Waffen in dem hohlen Baumstamm in der Nähe meines alten Hauses im Saum und gehe auf den Zaun zu. Ein Knie habe ich schon am Boden, um auf die Weide zu kriechen. Und ich bin mit meinen Gedanken immer noch so sehr bei den Ereignissen des Tages, dass ich erst durch den plötzlichen Schrei einer Eule zu mir komme. In der Dämmerung sieht der Maschendrahtzaun so harmlos aus wie immer. Was meine Hand dennoch zurückschrecken lässt, ist ein Geräusch wie das Summen in einem Baum mit mehreren Jägerwespennestern. Es verrät, dass der Zaun unter Strom steht.